Ja, hallo. Hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ich habe auch diesmal wieder so ein paar Strecken gebaut. Ich vergesse nur immer, die Pause reinzumachen. Und das sieht man jetzt leider auch an dem Kontostand, der wirklich jenseits von Gut und Böse ist. Bin mir auch noch nicht so ganz schlüssig, an welcher Seite wir anfangen. Aber ich glaube, wir fangen hier oben an. Also wir haben ja hier ja noch aufstoßen, Entschuldigung, folgende Linien. Einmal die Eisenerzlinie, die Eisenerz hierher bringt. Und wir haben hier Kohle, Linie Nummer 1. Da hinten ist die zweite, die wir nochmal anschließen müssen. Und hier haben wir dann noch mehr Eisenerz. Muss ebenfalls nochmal dahin. Aber erstmal beginnen wir jetzt damit, dass wir für diese Linie hier zwei Züge kaufen. Dafür brauchen wir natürlich unser Zugdepot. Und dann schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall Loks mit. Aber ich habe die Geschwindigkeit übrigens hier jetzt mal auf die Hälfte stehen, damit wir doch auch mal die ein oder andere neue weitere Lok bekommen. Das hier war, glaube ich, eine von unseren 100 km/h Loks, genau. Ja, nehmen wir Cargowagen für Kohle. Hier diese. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele wir davon brauchen. 4, 6, 8, 10. Jetzt mal mit 15 versuchen. Duplizieren wir mal direkt. Die kommen dann beide auf die Linie Kohle 1, das ist dieser hier. Dann haben wir zwei Waggons mehr als die Eisenerzlinie. Und die ist ja mit 498 deutlich überdimensioniert. Da steht jetzt 376. Möglicherweise steigt das gleich noch an. Müssen wir mal schauen. So, der erste startet jetzt. Ich mache auch mal ein bisschen schneller eben. Das ist jetzt sicherlich nicht das Riesenhighlight. Der zweite gleich hinterher. Allerdings zumindest einen der beiden. Oh, jetzt haben wir wieder Problem. Die stehen sich gegenüber. Den Erfolg habe ich schon mal in einem anderen bekommen. Da müssen wir vielleicht den hier auch mal eben. Den vielleicht kriegen wir es dann gelöst. Ja. Der dorthin, der müsste doch theoretisch auch weiterfahren können. Der steht schon wieder. Na, ist egal. Dann fahr du erst weiter in die Richtung. Auch wenn du leer bist. Ja, das ist dann auf jeden Fall der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wir brauchen, ich habe mir angeschaut, gehen wir das Ganze so rum an, wo wir noch überall Bedarf an Stahl haben. Das ist einmal schon an der Warenfabrik, die wir schon nutzen. Und die andere ist die Maschinenfabrik. Und zwar steht die in Eitern. Und das ist ganz hier am anderen Ende der Karte. Hier werden wir jetzt das Stahl hinbringen. Das heißt, ein Zug, der die ganze lange, weite Strecke von hier oben da runterfährt. Und das ist wirklich weit. Und da kann ich jetzt schon mal sagen, sobald wir schnellere Güterwaggons bekommen, werden wir die dann auch dort einsetzen und sofort den Zug tauschen. Und wenn das in einem Jahr ist, dann ist das in einem Jahr schon. Aber erstmal brauchen wir natürlich dafür auch eine Lok. Ja, ich denke, auch da sollte es wieder 100 km/h sein.
hat ein bisschen mehr Zugkraft. Nehmen wir die. Cargo, wir transportieren Stahl. Also sind es Rungenwagen. Ich glaube, wir gehen hier sogar auf 20 Waggons. Starten erstmal mit diesem einen. Achso, wir haben noch gar keine Linie dafür erzeugt. Ja, wie dumm. Wir haben hier schon zwei Linien. Genau, für beides da habe ich... Ah ne, wir haben hier doch noch ein drittes Gleis. Das habe ich nur noch nicht eingebunden. Das können wir dann mal noch machen. Ups. Können wir das? Ich glaube, auf die Geschwindigkeit brauchen wir da noch so sehr nicht drauf zu, noch nicht so wirklich drauf zu achten, weil worauf wir schon achten sollten. Höhe. Mensch, das wollte ich euch doch eigentlich ersparen, diese Schichten. Naja. So, dann machen wir es auch noch etwas anders, weil wir müssten ja von dem Gleis erstmal hier rüber. Und dann von hier einmal so. Jetzt können wir es. Daran Signale einmal von hier aus und wir brauchen eins ob hier macht es auch noch Sinn. Ja. So, und dann können wir jetzt noch mal die Linie machen, und zwar eine neue Linie können wir auch direkt umbenennen. Die nennen wir Stahl zur... Welche Fabrik war denn das? Lighting, eine Maschinenfabrik. Genau. Stahl zur Maschinenfabrik. Ups. Haltestelle hinzufügen. Ist einmal hier die Haltestelle... Hey, das passt schon. Oh, wir haben neue Fahrzeuge. LKWs, alles LKWs und ein Flugzeug. Das falsche Richtung. Schade, ich hätte so sehr auf neue Waggons gehofft. So. Wie lange der Zug unterwegs sein wird. Der kann hier dann nehmen. Gleis Nummer 1, Gleis Nummer. Ja. So, das geht ein bisschen schneller. Und dann kommst du auf die Linie Stahlmaschinenfabrik. Ja, hier wird auch direkt mit der Produktion begonnen. Ja, hier ist jetzt natürlich der Bahnhof viel, viel zu klein dafür, für die Länge. Ich meine, das mag jetzt bis hierhin passen, aber so rein aus ästhetischen Gründen müsste ich das nochmal korrigieren, werde ich auch machen, aber nicht jetzt während. Startet er hier auch direkt, ja. Lang. Oh, und er fährt erst in die falsche Richtung. Ja gut, das können wir gleich, gleich drehen.
Ach so, weil ihm da was entgegenkommt. Klar. Geht's weiter? Na komm, dann fahr erst in den Bahnhof. Passt schon. Wir müssen hier sowieso erst jede Menge Stahl produzieren. So, schauen wir uns nochmal die Kohlelinie an. Also 410, das ist also ausreichend für das, was wir brauchen. Maschinenfabrik, eine Rate von 44. Uiuiuiui. Ja gut. Da müssen wir mal schauen. Ich habe da sogar drüber nachgedacht, das mit Flugzeugen zu machen, aufgrund der großen Entfernung, aber das habe ich dann doch auch ein bisschen für Overkill gehalten. Gut, ist natürlich nicht die einzige Linie, die ich vorbereitet habe, aber Passagierlinien wird es heute nicht geben. Was wir ebenfalls noch machen werden, ist einmal von hier eine Linie, und zwar nennen wir die, oh mein Gott, LKW Holz 1. Und diese Linie startet hier, geht hierher. Und hier ist jetzt ganz wichtig, ich möchte hier nur laden. Dankeschön für den Tipp übrigens. Ich weiß nicht mehr, von wem er kam, aber hervorragend. Und hier möchte ich nur entladen, den Eitern. Das ist nämlich hier nicht das Ziel für das Holz, sondern das muss dann hier noch her. Aber das hier ist die erste Etappe. Ist hierher verbunden. Dann können wir auch mal hier schnell noch ein Fahrzeugdepot bauen. So. Und dann können wir eigentlich auch mal schauen. Wir haben noch gerade neue Fahrzeuge bekommen. Was da so dabei ist. Wir brauchen Holz. Müsste ein Rungen-LKW sein, genau. Baumstämme. 13 und 60 km/h. Dieser hier schafft. Wir müssen nehmen 12 und 60 km/h. Dann ist das hier ja eigentlich die bessere Variante. Kaufen wir mal 5. Direkt auch eine. Aber auswählen, nehmen wir mal so ein dunkles Grün und packen die alle 5 auf die Linie LKW Holz 1. So, die fahren hier gleich rüber und legen dann los. Das dauert ein kleinen Moment. Dann brauchen wir noch folgende Linien, und zwar einmal eine Linie, die startet von hier. Gleis 2 ist richtig. Und die hierher geht. Ja, es ist korrekt. Aber Gleis 1 haben, ja. Da muss ich einstellen, dass wir in Eitern nur laden, weil das ja nach einem Zwischenstopp war. An dem Moment. Muss ich mal eben überlegen. Können wir denn. Ah, da kommt mir gerade eine Idee, die ich noch gar nicht berücksichtigt habe. Vielleicht können wir die fertig gesägten Sachen direkt wieder mit zurücknehmen. Ich muss mir mal eben die Waggons anschauen. Ja, können wir. Wir können die Bretter wieder mit zurücknehmen. Das ist ja noch viel besser, als ich gedacht habe. Mensch. Schön. So, also nochmal an den Linienmanager. Das war diese hier, die Linie 1. Wollen wir dann verwalten. Die
wiederum soll dann wahrscheinlich bräuchte ich das ja gar nicht einstellen, sondern der Bullshit, was ich gerade machen wollte. Wir haben diese Linie und ich muss nur einstellen, dass wir hier laden und entladen und ja auch. In Obereitern wollen wir Baumstämme entladen und Bretter laden. Hier ist es umgekehrt. Hier wollen wir die laden und Bretter entladen. Jetzt wird auch da unten tatsächlich ein Zugdepot Sinn machen, aber einmal angefangen, ziehen wir es auch durch. So, Lok. Können wir den ganzen Zug austauschen. Können wir, dann nehmen wir mal eine BR E94. Cargo-Waggons dazu, das waren glaube ich die Rungwagen, genau. Gehen wir wieder eine Kapazität von 120. Ja, die hieß dummerweise immer noch Linie 1. Wir mal kurz korrigieren. Ja, 1 macht ja. Stämme plus Bretter Maschinenfabrik. Dann weiß ich, was gemeint ist. So, der düst jetzt auf seinen langen Weg ins Arbeitsgebiet. Ja, die Linien, also die Züge, wie viele wir brauchen, das werde ich dann gleich machen. Ich möchte nur alle Züge erstmal im Einsatz haben. Dann habe ich auch hier noch ein Gleis gar nicht fertig gebaut. Mensch, was war denn los mit... War ich wohl nicht ganz... der Höhe. Das geht dann von hier... so daran... aber muss dann natürlich auch noch da. Also wir können dann von hier auch noch mal andere. Brauchen wir noch einmal hier ein Signal. Zufälligerweise stehen da schon welche. Da noch eins hin und dann haben wir es eigentlich schon. So, neue Linie von hier. Und da gehen wir dann hier auf das gleiche Gleis, wollte ich gerade sagen, aber das brauchen wir ja gar nicht mehr, weil wir ja jetzt die andere Linie mit beiden haben, dann können wir es auch so machen. Ja. Jo, achso, jetzt habe ich die wieder nicht benannt. Das ist Stimme. Sägewerk. Ups. Einmal dürfte raten. Wir haben gerade welche genommen, diese hier.
Nehmen wir die noch mal. Zwei neue Fort. Oh, zwei neue Schiffe. Da müssen wir gleich mal schauen. Und ich bin schon wieder im schnellen Modus. Mein Gott. Aber 27 km/h nur. Na gut, wenn die mehr transportieren können. Schauen wir mal. So, oh, jetzt habe ich schon zwei. Ne, eine reicht. Cargo, Rungenwagen. Dann nehmen wir auch mal einen 120er Zug. Packen die auf Stämme Sägewerk 1. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Ah, ich weiß warum. Aber warum nicht? Ach, scheiße. Habe ich einen falschen Fehler gemacht. Habe ich den damit zugefügt, ne? So. Jetzt nochmal. Ja, aber warum denn nicht? Das muss ich mir nochmal eben. Weil es mag ja jetzt sein, dass er nicht den Bahnhof direkt anfahren kann, aber er kann doch den hier anfahren. Ja, ja kann er. Kann ich das drehen vielleicht? Ne. Wenn wir das so machen. Ja, müssten wir den doch mehr da irgendwo dabei haben. So, hier ist er. Weg zur Haltestelle kann ich. Ach so, ja klar, weil ich hier noch keine Verbindung hierher habe. Jetzt weiß ich warum, klar. Das Gleis ist hier nicht verbunden. Ja, bevor wir jetzt hier lange rumdoktoren, erinnere ich mich an eure Worte. Können wir gleich wieder abreißen. Das war jetzt auch wieder eine schwere Geburt. Dann funktioniert es. Dann müssen wir jetzt gleich warten, bis er auf der Strecke ist. Auf Dauer soll es hier sowieso ein Gleis noch geben, das von dann allerdings eher tendenziell von hier so dort anschließt oder von hier, weil wir hier ja noch Getreide haben, das weg muss, und theoretisch brauchen wir auch nach Eitern noch eine Verbindung. Ja, aber erstmal lassen wir den jetzt losfahren nach dorthin. Wie entwickelt sich das hier? Oh. Ja, also so wie das aussieht, kommen unsere Fahrzeuge da nicht ansatzweise hinterher. Oder fangen die vielleicht jetzt gerade erst an, das kann natürlich auch sein. Geben wir denen mal ein bisschen Zeit. Ja, die sind gerade erst angefangen, da liegen ja nur 23 Stämme. Gut, das war aber noch nicht alles, was ich mir überlegt habe, nämlich, wie ihr seht, ist auch unsere Baumaterialfabrik hier angeschlossen. Da bin ich aber noch nicht final fertig, weil ich mir nochmal anschauen muss,
ob die beiden Steinbrüche, ja, sind tatsächlich die einzigen. Heißt, das, was wir schon mal angeschnitten hatten, müssen wir jetzt machen. Wir brauchen hier eine LKW-Linie. Da reichen auch eine Plattform an der linken Seite, genau. Aber die machen wir die mal direkt ein bisschen. So. So, und hier am Bahnhof haben wir bislang nur ein Gleis. Die müssen wir also auch noch mal anpassen. Aber auch direkt mit. Das passt gar nicht. Machen wir es an die andere Seite. Direkt etwas länger, weil ja, das wird auch ein längerer Zug. Der muss nämlich ganz zu der Station da unten immer fahren. Technisch. Das mal in etwa. So angehen, passt das von der Höhe? Ja. In diesem Fall machen wir hier ausnahmsweise mal eine Doppelkreuzungsweiche. Hier ein Signal. Mal eins hier. Eins. Ja. Jo. Und nebenbei natürlich auch hier ein LKW-Depot. Will ich es dann aber mal ummachen. Neue Linie. Hierher. LKW. Steine 1. Das wird nämlich die einzige bleiben. Fahrzeuge können wir ein Zugdepot. Hier können wir die kaufen. Alter, das ist ja hier. 13 und 60. 14 und 60. Können wir ja besser den nehmen. LKW, jetzt ist wieder dieser blöde Bug. Steine 1. Die Karte von alleine weiter bewegt. Das passiert immer mal wieder. Ich habe auch noch nicht so richtig herausgefunden, wie man da rauskommt. So, jetzt sind wir wieder raus. Also, ja, ist manchmal schwierig. Okay, Linie von hier. Ganz hier runter. Ein neues Fahrzeug ist verfügbar. Noch ein Flugzeug. Mein Gott. So, und hier nehmen wir dann nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden. Ach klar, weil die. Ja, logisch. Wir haben ja hier noch ein anderes Problem. Diese Gleise hier sind ja noch gar nicht miteinander verbunden. Machen wir denn das? Schickt.
sagen, wir starten. Da so, ja, das passt. Wäre ja noch schöner, wenn wir das hier so angebunden kommen. Scheint sogar so auszusehen, dass wir das recht gut hinkriegen. Sieht alles gut aus. Okay, kleine Signale noch. Eins hier. Brauchen wir ein hier, eins hier. Ja, das war's an der Stelle. Dann brauchen wir eins hier, eins hier und eigentlich eins da, aber das stelle ich mal an diese Seite der Kreuzung. Und den Zug kaufen wir dann mal hier. Ja. Ne, wir müssen erst nochmal die Linie anschauen, aber ne, die hat er jetzt schon gezeichnet. Das hat also geklappt. Fahrzeuge kaufen. Lok, wir sind halt ziemlich eingeschränkt. Cargo-Züge für Steine ist jetzt auch nicht so die Riesen. Unterschiede. 23 Millionen und du kommst an der 1, die wir noch umbenennen. Mal direkt einen Stau verursachen. So, der 1, wo bist du? Steine, Eitern. So. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, eine ganze Menge in diesem Video geschafft. Ja. So, auch. Ja, jetzt erst nach und nach die ersten Steine bekommen, weil natürlich der Transport erst anfängt in dem Moment, hier die Linie fertig ist. Vorher wird ja hier auch nichts produziert. Geht aber jetzt recht zügig und wird sich einpendeln. Diese ganzen Linien maximieren, was wir alles noch müssen, machen wir erst im nächsten Video, weil sonst wird das hier zu lang heute. Möchte ich nicht nur die eine hier, wollte ich mir mal kurz anschauen. Ne, die ist nach wie vor viel. So, 145, ach Gott, und wir brauchen 400. Können wir ja mal. So, ich habe mal ein paar hinzugefügt. Müssen wir dann mal sehen. 378, das schaut schon anders aus. Gut. Ja, okay, aber es hat sich auf jeden Fall eine ganze Menge getan, was mich ja sehr interessieren würde. Sind hier schon die ersten Sachen? Ja, es wurde schon das erste tatsächlich erzeugt. Maschinen, das können wir uns auch ganz schnell anschauen, wo der Bedarf dafür ist. Einmal sieht man es schon hier, das ist direkt in Eitern. Ach Quatsch, da müssen wir ja hier schauen bei den Städten. In Eitern und in Betzenstein, also beides recht weit weg.
Okay, die letzte Amtshandlung für heute. Wir gehen nach Eschwege. 811 Bewohner. Oh, aber es sinkt ein bisschen, okay. Ja, das ist also noch Verbesserungsbedarf. Aber kriegen wir alles hin. Gut, ich sage danke fürs Zuschauen. Ich will es nicht mehr lange hinauszögern. Lasst mir gerne ein Like da. Über Kommentare freue ich mich auch immer sehr. Macht's gut. Bis bald. Euer Krillo.